SWR 3, die Tierdogs. Was hat er dann? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Es ist eine Nosferatu-Spinne. Gesundheit, und was hat sie dann? Sie bricht ständig ins Fundbüro ein. Sucht sie doch vielleicht nach Fleischknipp? Keine Ahnung. Ja, du kurioser Krabbler, mach mal laut. Mach mal leise. Klingt soweit normal für mich. Ursprünglich stammt die Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeerraum. In den letzten Jahrzehnten hat sie sich jedoch in weiten Teilen Europas ausgebreitet. Ihr Name leitet sich von der auffälligen Zeichnung auf ihrem Vorderkörper ab, die an das Gesicht des Vampirs Nosferatu aus dem gleichnamigen Stummfilm erinnert. Spannender Vortrag. Hilft uns so leider nicht weiter. Sucht sie vielleicht im Fundbüro nach einem Gegengift? Ich meine, weil sie giftig ist. Das glaube ich nicht. Die Nosferatu-Spinne ist zwar giftig, aber nicht besonders fest. Ihr Biss ist in der Regel für uns Menschen harmlos. Eine Spinne, die hat doch acht... Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe irgendwie den Faden verloren. Chef, das ist es. Was? Die Nosferatu-Spinne bricht immer ins Fundbüro ein, weil sie ihren Faden verloren hat. Ah. Halt die Saus, die hat ihren Faden verloren. Aber trotzdem werden sie jetzt gleich wissen, was sich ihr Nosferatu-Krabbler immer denkt, wenn er ein Netz macht. Da ist die Rechnung. Was? Ich glaube, ich spinne. Genau. Bald wieder. Was hat er dann?